Was glauben Sie, fährt hier über die Straßen Mecklenburg-Vorpommerns? Ein stylischer Wohnwagen? Oder doch ein Boot? Die Antwort: beides gleichzeitig. Gebaut wird das ungewöhnliche Gefährt in der Nähe von Schwerin. Ein Team von Bootsbauern arbeitet seit 4 Jahren an dem schwimmenden Wohnwagen. Die Idee stammt von Daniel Straub. Während seines Designstudiums entwarf er das Hybridfahrzeug. Sein Wunsch? Also wirklich flexibel zu sein und grenzenlos halt über Land und Wasser unterwegs sein zu können. Ja. Nach 4 Jahren Entwicklungsarbeit ist er nun serienreif. Der Wohnwagen, der auch schwimmen kann. Die Zulassung für Wasser und Land hat der Erfinder erst diesen Morgen erhalten. Und heute will er ihn zum ersten Mal zu Wasser lassen. Das Gehäuse des Wohnwagens ist komplett wasserdicht. Auch die Radlager sind geschützt. Innen ist der 3,5 Meter lange Anhänger ausgestattet wie ein Wohnwagen. Die Sitzbänke und der Tisch lassen sich innerhalb weniger Minuten in eine Liegefläche für 2 Personen verwandeln. Ja, viel spannender für mich ist, neben der ganzen Theorie natürlich am Ende dann wirklich die Praxis. Und da freue ich mich natürlich am allermeisten, mit dem Fahrzeug aufs Wasser zu kommen. Der schwimmende Karawan ist bereit für den ersten Praxistest. Der Yachthafen am Schweriner See. Wind zieht auf. Schwierige Voraussetzungen für die erste Probefahrt. Damit aus dem Karawan ein Boot wird, braucht es nur wenige Handgriffe. Um ihn auf dem Wasser steuern zu können, baut Daniel Straub einen Außenbordmotor an. Nervosität vor der ersten Probefahrt. Wenn man so lange auf einen Moment hinarbeitet, dann geht er einem wahrscheinlich sogar ein bisschen, wenn es da wirklich soweit ist. Aber ich freue mich drauf und bin sehr gespannt. Ich versuche das nochmal, ja? So, wo ist die Flasche Sekt? So, da ist er. Jetzt das erste Mal, dass wir das jetzt sehen, ne? Und dann geht es los auf den Schweriner See. Bei Windstärke 5. Das ist für kleine Boote schon eine Herausforderung. Genau, und jetzt merkt man auch schon, wenn man natürlich direkt die Bugwelle vorne gegen hat, dann ist das natürlich schon ein bisschen am Rückeln. Aber muss man dazu sagen, anders wäre es bei einem Boot von 4 Meter Länge hier auf dem Wasser jetzt auch nicht. Der schwimmende Wohnwagen schlägt sich trotz des Seegangs gut. Yeah. Jetzt fängt es an, Spaß zu machen. Schnell lockt das merkwürdige Boot Zuschauer an. Ein Paar möchte sogar spontan mitfahren. Wenn Sie wollen, steigen Sie gerne mal ein. Nehme ich Sie eine Runde mit. Ja? Gut. Lassen Sie auf, passen Sie ein bisschen auf mit der Luke, dass Sie nicht den Kopf stoßen. Und schon sind die ersten Gäste mit an Bord. Für das Wohnwagenboot braucht man lediglich einen normalen Autoführerschein. Irgendwie ist das sehr, sehr abenteuerlich. Ups, das, wie ich sagte, schon. Das macht nicht, man muss das üben. Ja. Geht alles. Ja, mach doch noch einmal, ne? Was sagen Sie denn zu der Idee? Ich finde sie wahnsinnig faszinierend. Zumal ich etwas vom Camping so ein bisschen mit verstehe, jahrelang Campingwagen gefahren. Und muss einfach sagen, bin begeistert von der Idee. Und auch der Erfinder ist zufrieden. Manchmal war es ein bisschen, jetzt war ich auch neugierig, ein bisschen angespannt, aber jetzt hat es echt so viel Spaß gemacht und will ich eigentlich gleich wieder los. Doch erstmal geht es zurück an Land. Nach der Jungfernfahrt auf dem See wird aus dem Boot wieder ein ganz normaler Wohnwagen.